Hallo, schön, dass ihr dabei seid zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, wie ihr wisst, meine Schulter ist noch immer nicht so richtig in Ordnung und darum ist so mit Handwerkeln und selber Schlepper fahren noch nicht so das Richtige. Darum bin ich auch diesmal wieder Beifahrer bei meiner Frau, sitze also hinten am Steuer drauf. Und wir fahren zum Schleppertreffen nach Tetelrad. Ja, wieder am altbekannten Treffpunkt und wir fahren diesmal zum Schleppertreffen nach Tetelrad und da nehme ich euch natürlich wieder mit. Hoppa! Und plötzlich fahren sie alle los. Ja, wir sind wieder eine starke Gruppe. Wir sind, glaube ich, 20 Fahrzeuge
mit 25 Leuten oder 26 Leuten. Da die Veranstaltung jetzt wieder über 2 Tage läuft, haben wir natürlich hier auch die Möglichkeit zum Campen. Heute Abend, oder Samstagabend, ist noch Party mit Live-Musik. Da wird hier schon richtig los sein. Ja, hier ist reichlich Platz zum Campen. Und auch noch viel frei, also da können noch ein paar Leute kommen. Wie das so ist mit alten Schlepper, da muss man schon mal vor Ort reparieren. Ja, die haben auch mittlerweile so Thementage. Dieses Mal ist Thema Holz und hier werden dann auch einige Vorführungen gemacht. Das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. Da ist die Bühne für die Party heute Abend. Rotstand habe ich am Treckertreff auch noch nie gesehen, wird hier frisch gemacht.
Da nochmal ein Zwischenstopp im Bauerncafé Bolten in Lüttelforst. Ein sehr schön gepflegtes Café. Auch besonders die Außenanlagen laden zum Verweilen ein bei lecker Kaffee und Kuchen. Ja, das war's für dieses Video. Einmal mitgenommen auf Schleppertreffen und mal gezeigt, was da so abgeht. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt gerne in den Kommentaren oder lasst mir auch einen Daumen hoch da. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, das wäre auch klasse, weil kostet euch ja nichts. Zum nächsten Video. Oder beim nächsten Video werden wir wahrscheinlich schon nach Kröf unterwegs sein. Ja, natürlich. Die Tour sollte ich eigentlich gar nicht mitfahren, weil unsere erste Urlaubsplanung das gar nicht zuließ. Mittlerweile hat sich was geändert. Und ich kann mitfahren, wieder mitfahren bei meiner Frau. Hinten drauf. Ich werde nicht selber fahren, weil also diese Lenkbewegung so, das will der Arm noch nicht. Und darum bin ich wieder Beifahrer und kann da natürlich deutlich mehr filmen, weil mehr Hände frei. Und dann kann ich euch mehr zeigen von unserer Tour. Das ist so mit die längste Tour, die wir machen. Zur Mosel, nach Kröf, zur Mosel. Von uns aus hier circa 240 Kilometer einfach, also knapp 500 Kilometer hin und zurück auf eigener Achse. Und das wird schon interessant werden, wird wieder interessant werden. Und dann nehme ich euch natürlich gerne mit. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.